What? Hi, Lenny, hi, servus. Moin. Helfen wir? Ja, klar, kein Problem. Danke. Sag mal, jetzt, wo ich es gerade so sehe, hast du mir auch eine Zigarette? Wäre mega geil. Ja, Moment. Hi, ich bin Lenny, hi. Hallo. Geil. Ah, vielen Dank, Mann. Bitte, bitte. Richtig schlimmer Raucher, ey. Das ist voll blöd, mein Tabak selber. Rauch halten zusammen. Ah, ja, klar, läuft. Muss sein. Boah. Hast du irgendwas von Janis gehört? Nö. Ich hab den jetzt auch vorhin, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab den vorhin ein paar Mal angerufen und der meldet sich einfach nicht. Also hab jetzt nichts von dem gehört. Er hat nichts gesagt von wegen, ob er noch kommt oder so. Ja, kein Plan. Ich weiß nicht. Scheiße, Mann. Was ist denn das hier für ein Laden? Was mag ich, ey? Ich weiß nicht, ist eigentlich meine Stammkneipe ist schon seit richtig langer Zeit so. Also ich weiß nicht, ich war hier schon im ersten Semester und das weißt du gar nicht, glaube ich. Also ich studiere Physik hier in Heidelberg. Cool. Und darüber habe ich auch Janis kennengelernt und so und dann später auch Theater, weiß nicht, aber mit dem Flo Vogelfrei gemacht. Und ich weiß nicht, hier ist Brass Monkey, ist einfach meine Stammkneipe und ich werd den Laden so vermissen, ey. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht. Hast du mitbekommen, oder? Was? Ja, die machen nächsten Montag machen die dicht. Oh, die sind von Vermieter, richtig scheiß Geschichte, richtig asozialer Vermieter. Der hat die einfach mega über den Tisch gezogen und werden die quasi rausgeschmissen, das heißt, das letzte Woche. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hierher gehen wollte, weil einfach, ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt diese Woche, letzte Woche, so jeden Abend hier zu sein, immer in meine Stammkneipe. Okay. Ja. Oh shit. Kannst du mir helfen? Ja, Hände. Läuft. Danke, Mann, danke. Kein Thema. Ach, Mann. Ey, voll geil. Ich hab auch mal voll Bock, das zu filmen. Alles klar? Das ist meine Kamera. Ja, sorry, Mann, sorry. Die Janis kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. Boah, ich weiß nicht, in letzter Zeit ist es so typisch Janis einfach. Das ist immer, weiß nicht, ich kenne ihn jetzt ja wirklich schon ewig so über Vogelfrei und ich weiß, ich habe ja vorhin schon gesagt, so dass ist. Keine Ahnung, der studiert halt auch mit mir. Und ich kenne ihn eigentlich nur als den mega organisierten Typen, der halt, weiß nicht, so ziemlich diszipliniert auch an sein Studium rangeht und so. Und in letzter Zeit, ich weiß nicht, der ist immer abgefuckter, wenn ich den sehe. Also so, der lässt sich übel gehen, ist nicht mehr pünktlich und jetzt halt sowas. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir schon sowas gedacht. Keine Ahnung, voll der Abfuck, ey. Hat bestimmt einen Grund. Also ich habe ja das Video gesehen, das ist das letzte Video, das ihr gedreht habt, das ihr auf den Channel gebracht habt, das war Pogesnacht. Ich meine, ich war an dem Abend auch in der Tinkstätte. Ich meine, es war 13. Mai und richtig, richtig geil, das Fest in Tinkstätte war übel geil. Ich habe davon nichts mitbekommen. Weißt du, ich war vielleicht 500 Meter weg oder so. Und what the fuck? Was ging da ab, Mann? Das wüsste ich auch gerne. Boah, scheiße. Also das heißt, du hast auch überhaupt keine Ahnung. Also so... Nope. Hast du irgendwas von den blauhaarigen Mädchen mitbekommen? So? Nee. Also einfach verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Da war ich so nah dran, so nah. Boah, ey, Alter, vor allem, was denn so... Also, ich glaub dir jetzt einfach mal, dass die Videos echt sind. Also, das ist, weiß nicht, ich vertraue dir jetzt einfach mal so weit, dass du mich jetzt nicht anlügst. Ich glaub's dir selber nicht. Und dann muss ich, weiß nicht, what the fuck, Flo und dieses Mädchen,
Einfach da oben so ein komischer Altar, irgendwelche Kerzen, dann fangen die an, Latein zu rezitieren. Ich meine, okay, ich hatte Latein in der Schule und ich kann es relativ gut. Und dann fangen die an, einfach so scheiße zu labern wie Benedictio Seteco. Ja, was das heißt? Ja, Benedictio ist so ein bisschen so quasi Segen. Seteco, so quasi Segen sei mit dir. Okay. Also schon, weiß nicht. Also was? Ich hole uns erstmal noch ein Bier. Trink mal aus. Ja. Schneller hier. Weißt du, was mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf geht? Da denke ich jetzt seit wir reden. Ich glaube dir das nicht. Ich glaube dir das nicht. Ich glaube nicht, dass die Videos echt sind. Ich weiß nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich meine, es tauchen irgendwie fucking Monster auf. Und, Alter, ihr brecht bei einem Typen ein, Mann. Ihr brecht bei so einem Junge. Du kannst mir nicht erzählen, dass du so dumm seid. Irgendwo einbrecht und dann die Beweise online stellen, wo sich jeder sehen kann. Ich meine, komm schon, das ist doch bestellt. Also erstens, extrem witzig, dass du den Einbruch unrealistischer findest als den anderen Scheiß. Ja, zweitens, doch, wen? Von wegen was Beweise angeht. Die haben nichts gemacht, als nur eine Woche lang denkbar. Wir haben das Video online gestellt, kommt wieder nichts. Weißt du, da wird auch nichts kommen. Hör mich mal, jederzeit wieder. Okay, pass mal auf, weißt du was? Also ich meine, also wenn es wirklich echt ist, ich glaube, das ist alles so nicht so ganz, aber wenn es wirklich echt ist, ist man nur rein Hypothese, also rein Hypothese. Würdest du es nochmal machen? Ich kann es, also ja. Okay. Dann. Jederzeit. Ich weiß nicht, vielleicht. Diskretion und. Jetzt noch eben. Weißt du was? Gute Arbeit, die Fische. Wir machen das. Wir sehen nach Flo. Wir gehen dahin, wenn er da ist. Wenn er nicht da ist, dann irgendwas anderes, keine Ahnung, was uns hilft. Aber auf jeden Fall, wir gehen da jetzt hin und machen das immer. Los, trink aus, das ist ein. Weißt du was? Ja, Mann, scheiß drauf, wir machen das.